Neues Bike, neuer Test, diesmal Conway Rivon 4.0 LT mit dem Bosch SX. 55 Newtonmeter. Ich werde fahren in Turbo. Ich habe den Modus nicht angepasst, also ist so standardmäßig. Das Bike wiegt 21 Kilo ohne Trinkflasche. Ich wieg fahrfertig 83 Kilo. Werde wie immer meine Runde fahren. Die hat etwas über 6 Kilometer und ungefähr 250 Höhenmeter. Und dann schaue ich mal, wo ich dann nachher rauskomme. So, gerade im zweiten Uphill ist der erste Balken erloschen, also noch 80% oder weniger. Nach ungefähr 200 Höhenmeter. Halber Akku nach 420 Höhenmetern und 9,5 Kilometern. So, 20% Rest noch nach 720 Höhenmetern und 16,4 Kilometern. Ja, das war gerade die steilste Stelle der Runde. Also ich denke, klangtechnisch auf jeden Fall okay. Ja, Bike läuft durch die Länge natürlich wie Sau. Nur aufpassen, um die Zeit sind hier viele Leute unterwegs. Und wenn ich hier mit 40 km/h runterhack, dann weiß ich nicht, ob ich da noch zum Stehen komme. Noch dazu ist das ja auch für die Leute extrem unangenehm. Und dann noch dazu.
So, Feierabend. 995 Höhenmeter und 24,5 Kilometer. Ich werde noch ein paar Screenshots machen von der Flow App, Strava und so. Setze sie noch hier hinter. Ja. Ist so ordentlich. Mit 400 Wattstunden gar nicht verkehrt. Was will man mehr?